Moin aus dem hohen Norden. Ich begrüße euch ganz herzlich hier von der Strecke Bremen-Oldenburg. Heute mal aus dem Führerstand der Baureihe 187 unterwegs für LTE. Wir fahren diesen Staubgutwagenzug, diese Wagen der Sorte UACNS. Gucken wir uns alles gleich im Detail an. Wir haben tatsächlich schon Fahrt. Wir stehen hier gerade im Güterbahnhof von Bremen und fahren einmal Richtung Oldenburg, beziehungsweise in den Oldenburger Hauptbahnhof hinein, wo wir dann abgelöst werden und der Zug dann weitergebracht wird. Wir rüsten einmal ganz kurz noch auf, was wir aufrüsten können. Wir schalten dazu einmal die PZB und die LZB an. Einmal den, wobei, im Moment, bevor wir das machen, natürlich erstmal den Führerstand aktivieren. Das ist wichtig. Und dann hier einmal auf Auto gestellt, Federspeicherbremse lösen. Einfachtraktion ist aktiviert. Das passt soweit. Dann können wir jetzt die PZB anschalten und die Fahrtrichtung in die Vorwärtsstellung setzen. Ne? Bitte Vorwärtsfahrt ausgewählt. So, jetzt haben wir die Vorwärtsfahrt. Wir sehen, wir sind in der unteren Zugart unterwegs. Ich würde sagen, das ändern wir noch. Wir gehen einmal hier in die Einstellung und einmal ganz runter und ändern die Zugart auf die mittlere. So. Dann einmal aus und wieder an. Dann sind wir in der mittleren Zugart. Dann können wir hier noch die Spitzensignale anmachen. Bei Signalleuchten gehen auf Enter und aktivieren dreimal weiße Lichter. Bestätigen das Ganze und machen die Spitzensignale auf reduziert an und schauen, ob das geklappt hat. Jawohl, Spitzensignale sind an, auch wenn es, glaube ich, immer noch die falsche Lichtkonfiguration ist, aber da können wir nichts ändern. Das ist etwas, was Skyhawk machen muss. Lokführerpultbeleuchtung schalten wir uns an, auch wenn wir jetzt nicht viele Tunnel erwarten. AFB machen wir uns direkt auch noch an. Gehen erstmal auf die 40. Haben sowieso Ausfahrt mit 40. Gehen hier wieder in das Grundbild zurück. Dann Bremsstellung. Lassen wir soweit Stromabnehmer. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Diese Staubgutwagen sind ja zu. Ja, ich denke mal, das passt schon mit dem hinteren Stromabnehmer. Dann können wir wieder zurück. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon abfahren. Genau, PZB funktioniert soweit. Dann. Ja, doch. Auf geht's. Direkte Bremse lösen, Zugbremse lösen und Leistung aufschalten. So. Ja, so, jetzt geht's los. So, da vorne sehen wir auch schon jemanden ausfahren, einen anderen Güterzug. Das Ganze ist hier im Freeroam-Modus erstellt worden. Die Wagen bzw. den Zug habe ich im Formations Designer zusammengestellt, die Baureihe 187 mit den UACNS-Wagen. Repaint sowohl von der 187 als auch von den UACNS-Wagen aus dem Creators Club. Ich guck mal, dass ich das Ganze auch irgendwie verlinke. Und dann im Grunde genommen das Ganze eigentlich nur noch auf die Strecke gesetzt. Im Freeroam-Modus den Weg gesetzt, eingestellt. Zugbeanschlussung. Und dann habe ich euch mit ins Boot geholt. So, das war eine Ankündigung auf 60. Ja, sehr, sehr schön hier der Zugverband. Den Staubgutwagen von der Ruhr-Sieg-Nord-Strecke. Gucken wir uns alles gleich in Ruhe an, wenn wir einmal auf der Strecke sind und nicht mehr große Beeinflussungen erwarten. Thank you.
sehr, sehr schön hier vorne, dieser Skulpturenpark. Und ab hier gelten dann die 60. Natürlich erst, wenn unser Zugverband komplett dran vorbeigefahren ist. Vorher nicht. Vorher halten wir die 40. Ja, das dauert noch einen ganzen Augenblick. Einmal über diese, ich glaube, man nennt das Fachwerk-Gitterbrücke oder so ähnlich. Den Baustil dieser Brücke. Und einmal auf die 60. Wir befreien uns mal. Zugüberanschlussung. Ja, eigentlich müssten wir befreit sein. Und ab hier vorne dürfen wir dann auf 120 hoch. Haben heute keine Zwischenhalte. Natürlich, wir sind ja ein Güterzug. Aber es kann natürlich sein, dass wir irgendwann mal einen Regionalzug auffahren oder der Fahrdienstleiter uns dann doch nochmal rausschickt. Weil irgendein Zug überholen muss, das kann ja alles sehr gut sein. Vorsignal ist auf jeden Fall grün, das ist auch schon mal sehr schön. Und dann einmal hoch mit der Geschwindigkeit. AFB können wir schon mal hochstellen. Jetzt frage ich mich gerade, ob die CNS-Wagen tatsächlich 120 schaffen oder nicht. Oder ob wir nur bei 100 bleiben sollen. Ja, ich glaube 120 werden die wohl können, oder? Ich glaube, wenn sie unbeladen sind, können sie 120 fahren. Ja, wir haben hier übrigens genau Wagen von VTG hinten dran, haben hier ein bisschen Graffiti von Vascosa und C-Max oder C-Max. Hier noch einer, wieder VTG am Start. Vascosa. Ja, genau, ne? Also so sieht unser Zug aus. Alles Repaints aus dem Creators Club. Und da ist ein Rennwagenzug, sehr schön, mit einer V60 am Rangieren. Vorne dran die Baureihe 187 mit der Soundmod, die damals glaube ich für TSW 3 geupdatet wurde. Die funktioniert glücklicherweise mittlerweile im TSW 4, ohne dass dort nochmal ein Update für gemacht werden musste. Da gab es ja irgendwann mal von DTG diesen Patch, dass Mods größtenteils wieder funktionieren. Und glücklicherweise ist das 187, die 187 Soundmod auch wieder nutzbar, denn ohne Soundmod ist die 187 nach wie vor nicht wirklich fahrbar, meines Erachtens. Aber mit Soundmod finde ich absolut fein.
können uns mal irgendwo am Streckenrand postieren und mal ein bisschen Trainspotten. Einmal ein bisschen weggeflogen von der Lok bzw. dem Zug und an den Streckenrand gestellt. Ja, sagen wir mal, hier ist gut. Ja, wobei hier da vorne am Bahnübergang. BU ist schon unten. Haben Sie gerade gehupt? Der Bahnübergang ist unten. Wo wollen Sie denn hin? Ja, ja, ja. Hat Ihnen jetzt viel gebracht, diesen Meter, ne? Mann, Mann, Mann. Immer diese Leute, die ja gar keine Geduld haben beim Autofahren. Schwierig. Da fahren wir lieber Zug. Da fährt uns keiner hinten auf. Idealerweise. Passiert manchmal in Realität auch, aber... Das ist dann eher die Ausnahme. Im Straßenverkehr passiert das schon etwas häufiger. Ja, unterwegs sind wir auf Bremen-Oldenburg. Nach wie vor eine wunderbare Strecke, die ich absolut jedem und jeder empfehlen kann. Okay, und wir haben halt zu erwarten. Wir bremsen schon mal rein. Sind in der mittleren Zugart, das heißt also, die Überwachungsgeschwindigkeit ist 70 km/h. Die haben wir jetzt schon unterschritten. Und lösen mal die Bremse aus. Wieso bremsen wir denn noch? So. Und jetzt natürlich auch nicht zu langsam ranschleichen ans Signal. Wir haben ganz gute Bremseigenschaften, das sagt mir auf jeden Fall, dass der Zug unbeladen ist. Ich glaube, unser haltzeigendes Signal HP0 ist direkt hier hinter dieser Schallschutzmauer. Ja, da ist es auch schon. Hier ist der 500er. Jawohl. Schauen wir mal, dass wir gut ans Signal ranfahren. So, das passt, glaube ich, ganz gut. Und jetzt einmal voll die E-Bremse rein. Zugbremse hinterher geschmissen. Dynamische Bremse lösen wir wieder. Und warten, weil vor uns ein Intercity steht. Aber was macht er denn da? Nanu, was ist denn da los? Da ist ein Intercity. Und der hat Fahrt. Fährt aber nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, als sei der Weg hier blockiert. Wir fliegen mal nach vorne und fragen mal nach. Einmal praktisch in die Drohne hinein und nachgefragt, was da vorne denn los ist. Denn ich glaube nicht, dass der Intercity hier normalerweise einen Halt hätte. Ist auch gar kein Intercity. Ist, glaube ich, eine Art... Rangierfahrt oder PBZ, wird wohl ein PBZ sein. Hier ist nicht mal jemand, ah doch, da ist jemand im Führerstand, die Kollegin. Liebe Kollegin, warum fahren Sie denn nicht? Sie haben Fahrt. Was steht hier?
Intercity 21:34 um 10:06 Uhr, Verspätung 8 Minuten. Ist das doch der Intercity hier? Tatsache. Aber wieso fährst du denn nicht? Aber der steht ja dann schon seit locker. Ja, vielleicht seit 10 Minuten schon hier. Ich würde sagen, wir warten noch so einen Augenblick. Wenn nicht, dann müssen wir leider mit dem Brecheisen mal rauen. Denn das Signal steht ja auf Fahrt. Und der Zug bewegt sich aber nicht. Schau noch mal ganz kurz auf die Karte, was da los ist. Das Signal steht auf Fahrt. Signal aus der anderen Richtung aber auch. Oder? Ich glaube, wir müssen mit dem Brecheisen ran. Da hat sich irgendwas aufgehängt im Simulator. Oder? Ja, bewegt sich nicht mehr. Wir müssen den Zug, glaube ich, leider entfernen. Wir können uns dafür dann wieder hier hinsetzen. Bremse lösen. AFB-Haltebremse ist noch aktiv. Löst sich aber jeden Augenblick. Liebe Bremse, löst dich. Bremse gelöst, direkte Bremse gelöst. Ah, so. Ja, okay, jetzt hat's geklappt. So, einmal runter auf 0. Denn 500er, der 500er ist noch an. Und der ist jetzt aus und Zug wir befreien uns. Beeinflussung. Zug Beeinflussung. Also die 70 blinken hier noch, aber ich glaube, wir sind eigentlich Zug befreit. Das ist Beeinflussung. ein Fehler in der Darstellung. Ja, okay, jetzt hat sich das Blinken auch beruhigt. Dann können wir entspannt weiterfahren. Jetzt ist hier aus dem HUD oben links das Ziel verschwunden, aber gut, wir sehen es ja hier 29 Kilometer. Versuche ich gerade wieder den Steuerungskürzel zu finden. Nee, weiß ich jetzt nicht. Aber okay. Dann haben wir es hier. Das passt ja auch. Thank you.
Wir müssen an dieser Stelle vielleicht ein kleines Foto einmal machen, wenn wir jetzt uns hier in die Kurve neigen, in diese Linkskurve. Dann muss ich einmal vielleicht hier so. Dann haben wir nämlich das auch schon mal erledigt. So, vielleicht die Schärfentiefe ein bisschen runtergestellt. Ja, das passt doch sehr, sehr gut. Einmal von der Seite. Und einmal nochmal von der Seite. Vielleicht von etwas weiter oben. So. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Ja, ich finde halt, ich finde es immer noch ein bisschen schade mit der Baureihe 187, dass sie nach wie vor nicht so wirklich fahrbar ist ohne Mod. Ne, also es gab zwar schon mal ein Update, aber das hat jetzt auch ein paar Sachen ausgebessert, aber der Sound ist definitiv nicht etwas, wo man sagen würde, das ist jetzt fahrbar. Das ist es leider überhaupt gar nicht. Allerdings, Soundmod ist dabei. Soundmod verlinke ich auch nochmal in der Videobeschreibung. Wenn ich dran denke, sollte ich es vergessen, schreibt es mir gerne nochmal in die Kommentare hinein. Hey, Transimplay, du wolltest doch die 187, den Soundmod verlinken. Wo ist er denn nun? Ansonsten sollte ich es vergessen haben, bei Transim Community gerne dort vorbeischauen und nach der 187 suchen. Da werdet ihr auch ganz schnell, finde ich. Es gibt auch eine ältere Version dieser Soundmod im Railsim-Forum, aber das ist hier nicht installiert, sondern das ist die Version, die für TSW 3 dann geupdatet wurde. Ich glaube von der Nagifa. Die hat die Mod damals dann geupdatet für TSW 3. Und ja, die ist jetzt benutzbar. Und ich finde wirklich, also soundtechnisch macht sie jetzt echt gut was her. Ne, 187, ich glaube perfekt ist sie nicht vom Sound, aber definitiv um Welten besser als das, was Vanilla eben mitgeliefert wurde, damals geliefert wurde von dem Entwicklerstudio, was nicht DTG war. Aber so ist sie jetzt auf jeden Fall gut benutzbar. Ein bisschen wenig los hier auf der Strecke. Es ist kaum was entgegengekommen bisher. Ah, gut. Kaum meckert man schon. Kommt ein, ich glaube, das war Zentralbahn mit der 110. Ich glaube, die originalen Soundaufnahmen von der 187, von dem Soundmod, von der Soundmod, ich glaube, es ist die Mod, ist von meinem guten Freund, dem Justus. Der ja auch ein gewisses Standing hat, der Modding-Community. Ja, unter anderem 143er Soundmods von ihm, Dosto Soundmods, 146 war glaube ich auch mal dabei, 185 war glaube ich auch eine Soundmod von ihm. Oh, der Baum ist etwas sehr nah gewesen am Gleisrand. Was haben wir noch? Gute 19 Kilometer. Nochmal auf die Karte gucken.
ungefähr bei der Hälfte der Strecke angekommen. Und dann fahren wir hier rein in den Oldenburger Hauptbahnhof. Und dort werden wir dann abgelöst. Wir haben dann Feierabend. Unsere Schicht ist dann vorbei. Weiterhin 120, die wir fahren dürfen. Ganz durch. Ich glaube, die Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke ist 160 stellenweise, aber auch nur ja, ein gar nicht mal allzu langer Abschnitt. Ansonsten fahren wir halt eben mit 120 weiter. Also wir ja sowieso, wir fahren natürlich nicht schneller als 120. Das dürfen wir schon allein wegen der PZB nicht, die uns ja auf 120 km/h begrenzt in der mittleren Zugart. In der oberen Zugart wären es 160, aber die dürfen wir nicht ausfahren, denn wir haben entsprechende Bremshundertstel nicht. Und in der Regel ist die obere Zugart nur für Personenzüge oder für, ich glaube, Lokzüge durchaus auch. Aber ja. Wir fahren einfach mit unseren 120 ganz gemächlich hier entlang. Es ist wirklich eine schöne Strecke. Eine Ausgestaltung der Strecke finde ich sehr schön. Links und rechts am Gleisrand. Vegetation ist fein. Gleise sind fein. Oberleitung ist... ja, doch zickzackig. Ne? Hier sehen wir es. Wenn wir etwas ranzoomen, dann sehen wir es auch. Zickzack-Oberleitung. Bahnübergänge funktionieren alle. Traktor ist am Start. Rollmaterial, das mit der Strecke mitgeliefert wird, ist gut. Erstmals N-Wagen, die wir damals hatten. Karlsruher Kopf mit dabei. Baureihe 110 erstmals im Game drin gehabt. Baureihe 425 geupdatet. Ja, also auf jeden Fall Bremen-Oldenburg immer eine Strecke, wo ich sagen würde, im Sale die lohnt sie sich 100% und auch so, selbst zum Vollpreis, muss ich sagen, auch wirklich eine Strecke, die definitiv immer Spaß macht. Weil sie sehr, sehr viel bietet. Also der Fahrplan dieser Strecke ist unfassbar gut. Der Fahrplan hat Nahverkehr, Fernverkehr, Güterverkehr. Ich glaube, rangieren kann man auch. Und die Güterzüge sind jetzt nicht alle Fahr von Bremen nach Oldenburg, sondern es gibt da schon wirklich einen sehr, sehr bunten, bunt gemischten Fahrplan mit verschiedenen Dingen, die man da machen kann. Verschiedenste Fahrzeuge, die wir auch einsetzen können. Und natürlich dann der Freeroam-Modus, der uns dann natürlich alle weiteren Freiheiten gibt. Dass wir dann auch mit, ja, you name it, einer amerikanischen Großdiesel-Lok auch hier theoretisch langfahren könnten, was wir nicht machen werden, aber wir könnten es. So, 12 Kilometer haben wir noch. Und dann ist auch schon unsere Fahrt für heute beendet, aber noch haben wir noch ein ganzes Stück vor uns. Ja, wir fahren ja mit diesem Sonderwagen. Das sind Güterwagen der Gattung U. Und wir können damit staubförmige Güter transportieren. Da gibt es auch verschiedene Bauarten. Ja, ein Staubgutwagen ist ein spezieller Behälterwagen, der zum Befördern von staubförmigen Gütern eingerichtet ist. Also das kann Verschiedenes sein. Die Wagen sind pneumatisch entladen, wozu in der Regel Druckluft verwendet wird.
Und es geht da in der Regel um Güter, die halt eben so feinkörnig sind, dass sie nicht oder so schlecht rieselfähig sind und somit eine Schwerkraftentladung nicht möglich ist, beispielsweise Zement. Genau, ne? Also auf jeden Fall interessant, die Technik, die hier drin ist, die da verbaut ist in diesen diesem Güterwagentypen. Interessante Ventile, die hier zu sehen sind. Also ich glaube, hier findet dann vielleicht... Ja, wie werden die entladen, frage ich mich gerade. Hier nach oben hin, ne? End- und B-Laden. Und hier wird dann vielleicht die Druckluft eingelassen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. Nochmal eine technische Zeichnung. Ja, also es kann sehr gut sein, dass von hier die Druckluft eingelassen wird. Hier ist dann auch entsprechend eine Anzeige hierfür. Die ist jetzt vermutlich nicht simuliert. Und hier haben wir einen Bremszettel. Ist das ein Bremszettel? Jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren hier wieder am Führerstand, denn es geht jetzt auf unseren Halt zu. Oh, Kühe. Am Bahnübergang vorbei. Sehr schön, das niedrige Makro auch sehr schön. Oder das tiefe, nicht niedrig, sondern tief. Und wir haben, ne, weiterhin. Ja, wobei doch, da vorne ist etwas Gelbes. Aber langsam Fahrt zu erwarten. Wir gehen mal voll mit der E-Bremse rein. Und mit der Zugbremse hinterher. Es sind 60 zu erwarten. So, das war vielleicht ein bisschen sehr stark reingebremst. Ich weiß wirklich nicht, wo das Hut hier oben links jetzt verschwunden ist. Haben wir eigentlich hinten die Zugschusstafeln? Nein, haben wir nicht. Wobei, leuchtet das? Hm. Oh, hallo? Sehr schön. Oh, das ist aber echt versteckt hier. Das war schon tricky. Und ab hier gelten die 60.
Wir sind kurz vor Oldenburg. Hier mit dieser Eisenbahnrollklappbrücke. Ein interessantes Stück Architektur bzw. Technik. DB InfraGo muss aber echt mal ran an die Vegetation an dieser Strecke. So, wir nehmen mal die Leistung raus und lassen nur noch rollen. Das bestätigen wir. Zugbeeinflussung. Und schauen, was uns hier so alles entgegenkommt. Eine V60 sehen wir da. 185er. Die Nordwestbahn. Eine 155 auf der Preßnitztalbahn. Eine 101. So, da ist der 500er. Im Sandwich hier unterwegs. Und wir halten an. Jawohl. Angekommen in Oldenburg. Hier werden wir dann abgelöst von unserem Kollegen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.